Servus Jungs und Mädels, Marcel Kiefer hier und heute habe ich für euch ein weiteres Video Kanada Strecken und Setup Guide mit einem Weltrekord, wie immer. Und ist eine Strecke, die mir nicht so gefällt, wegen den ganzen Cuts, aber was muss, muss und jetzt jumpen wir mal onboard. Wie gewohnt, guten Exit mitnehmen aus der letzten Kurve für die schnelle Runde. Da passt auf, ihr könnt hier auch mal schneiden und dann ist auch die nächste Runde ungültig. Also da wirklich vorsichtig sein. Hier bremst ihr kurz nach dem 100-Meter-Schild vor dem Gras runter in den vierten, hart auf der Bremse, dann nochmal kurz aufs Gas, dann wieder bremsen, aber nur leicht, dritter Gang, bisschen nachgeben mit der Bremse und dann in den vierten Gang shortshiften am Exit, Lenkrad früh aufmachen, damit man keinen Wheelspin bekommt. Hier bremst ihr bei diesem Schatten oder circa kurz vor dem 50-Meter-Schild runter in den sechsten, ihr cuttet innen sehr viel. Ihr cuttet auch links hier viel und ansonsten wirklich sau viel Vollgas. Hier bremst ihr, sobald die Barriere rechts beginnt. Runter, stark auf der Bremse, nimmt die Strecke schön mit. Könnt auch noch ein bisschen weiter nach rechts. In vierten, in den Curb mitnehmen zur Rotation. In den fünften hoch am Exit bei der Rechtskurve. Für die zweite DRS-Zone innen bleiben, um die Streckendistanz zu minimieren. Hier bremst ihr, sobald der Schatten beginnt. Und positioniert das Auto soweit wie es geht links, damit ihr den Kurvenwinkel ein bisschen besser treffen könnt und mehr Speed mitnehmen könnt. Fünfter Gang, schön die Kurven wieder schneiden, aber seid vorsichtig. Geht schnell in, weil auch hier wieder innen bleiben. Und ich bleibe im siebten Gang hier, nicht in den achten. Bremse beim 100-Meter-Schild, hart auf der Bremse und runter in den zweiten Gang. Aber ihr bremst sehr lange, müsst aber auch schon relativ schnell von der Bremse. Ist dann wirklich nur feines Bremsen und am Apex und auch in den dritten für mehr Traktion. Am Exit hatte trotzdem Wheelspin, weil ich das Lenkrad nicht früh genug aufgemacht habe und ein halbes Zehntel verloren. Jetzt kommt die wichtigste Kurve, die ist auch teilweise ein bisschen nur mit Glück verbunden. Ihr bremst beim circa so 75 Metern, 65 Metern, wie auch immer, runter in den 5. oder 6. und ihr brettert hier durch. Es ist so schwierig, das zu meistern. Deswegen müsst ihr hier echt vorsichtig sein, aber trotzdem den Mut mitbringen. Und das war die kommentierte Runde. Jetzt könnt ihr nochmal sehen, wie schnell das wirklich alles abläuft bei der unkommentierten. So, wie gewohnt zeige ich euch noch kurz die Rangliste. Wir sind 6. Platz, 5 waren Cheater oder Glitcher. Der 2. Platz ist ein Zehntel hinter uns und das Setup ist echt gut. Ich würde vielleicht noch einen Klick auf dem hinteren, auf dem Heckflügel würde ich noch höher gehen. Die Suspension würde ich ein kleines bisschen softer machen hinten und die Rollbar dafür ein bisschen stiffer, auch hinten. Und die Reifendrücke natürlich auf Minimum und das sind noch die Sektorenseiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder schaut bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbei. Bin fast täglich live. Ihr kennt schon das Outro, deswegen muss ich es auch nicht erwähnen. Aber kommt einfach mal vorbei. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.